Hallo Freunde und willkommen zurück zu Sekiro Shadows Die Twice, wo wir uns hier aktuell im Palast der Urquelle befinden. Einem doch recht unangenehmen Gebiet, was aber dennoch gut machbar ist. So, ja, lotsen wir dich mal ein bisschen weg von den anderen. Oh, ich gegen dich nicht, das Sabimaro. War schön mit dir. Was habt ihr jetzt vor? Muss hier so ekelhaft rumcreepen. Fucking lang die Hälse von denen sind. Das ist echt eklig. Ja, natürlich seid ihr auch noch dabei. Jetzt müssen sie ihren Adligen zu Hause gelassen. Ja, euch bekommt das Gift gar nicht. Was sehr angenehm für mich ist. Oh. Du bist tot, dann können wir uns noch dich schnappen. Ich vermisse gerade noch was. Warten das? Ja. Irgendwo konnte man nämlich in einem dieser Gebäude auch mal kurz untertauchen. War das bei euch hier hinten? Hey, oder? Oder hatten das? Hm. Na, wir werden es noch finden. So. Großer Karpfen. Sehr großer Karpfen. Als erstes holen wir uns hier nochmal Konfetti und dann gehen wir über die Dächer. Da sind Items im Gebäude. Hm. Gehen wir auch gleich erst hin, Moment. Als allererstes schnappen wir uns die Typen hier auf dem Dach. Glücklicherweise sehr gebannt in eine Richtung gucken. Aber um die Richtung müssen wir uns auch später noch kümmern. Also so ist es ja nicht. So, da hinten sind Items, die wollen wir natürlich auch uns noch holen. Aber zunächst einmal gut tot. Wir haben über 4.500 Gold, also Sen. Oh, der hat uns gesehen. Das ist jetzt uncool. Hm. Na schade. Normalerweise kann man nämlich auch noch einen Todesstoß auf den an vom Dach aus machen. Bringt nicht so viel,
Ging ein halbes Leben bei ihm. Aber ja, das Problem ist, der macht Schaden durch unser Blocken durch. Was nicht cool ist. Au. Ja, dieser Bulle ist gefährlich. Und das, obwohl er nur eine Lebensleiste hat. Wie gesagt, das ist halt das Bescheuerte daran. Man kann einen Todesstoß auf ihn machen, das zieht ihm aber nur noch so ein halbes Leben ab. Eigentlich sollte ich mal von ihm wegrennen. Denn, weiß nicht, ich möchte eigentlich gerade ungern sterben mit so viel Geld. Leben zwar die ganzen Typen wieder, aber wir müssen uns ja eigentlich auch nur um die auf dem Dach kümmern. Vielleicht bemerkt uns dann der Bulle nicht und wir haben ein schöneres Leben. Aber zumindest haben wir auf jeden Fall mehr Geistembleme, die wir gegen ihn einsetzen können. Das ist auch schon mal viel wert. Was ist der denn überhaupt gerade? Das Problem ist, dass der Bulle sich die meiste Zeit nah am Gebäude aufhält, sodass man ihn nicht von hier oben sehen kann. Sehr gut. Er hat es nicht bemerkt, scheinbar. Shit. Ja, ich bin weg. Tschüss. War schön mit dir. Lauf, Wolf. Uhuhu. Irgendwann sollte der uns vergessen. Auch nicht. Ich muss sagen, ich habe ziemlich einen Bammel vor diesen Bullen, weil der ist echt ätzend. Ja, machen wir es einfach. Wie gesagt, es wäre wesentlich einfacher, wenn wir einfach den Todesstoß am Anfang hinkriegen. Moment. Er hat uns scheinbar vergessen. Das gefällt mir. Wo ist er? Da hinten kommt er angetrottet. Da läuft er. So. Ihr seht, eigentlich ist es noch nicht mal ganz die Hälfte. Was halt echt assi ist. Ich meine, wir haben bisher gelernt, das Ding, so ein Todesstoß ist halt ein so ein Lebensknopf. Ganz uncool.
Genau deshalb. Ich hasse diesen Bullen. Ich weiß nicht, irgendwie komme ich auf den auch wesentlich weniger klar als auf den Feuerbullen. Das ist echt ein bisschen Panne. So. Bass. Haben die irgendwie mal im Patch das geändert, dass man hier immer göttliche Hilfe bekommt? Bin höchst irritiert. Also wie gesagt, mal göttliche Hilfe und auch mal zweimal hintereinander, wenn man Glück hat. Aber nicht vier, fünfmal hintereinander, was da los, Spiel. Nicht, dass ich mich beschweren möchte, bitte nicht falsch verstehen. Du kannst das auch gerne einfach weitermachen, weil wir haben fast 5000 Cent zusammen. Das heißt, wir können uns die Maske theoretisch sogar noch dieses Spiel, also diesen Durchgang leisten. De facto können wir sie uns leisten, sobald wir den Typen hier gekillt haben. Okay, der Bulle ist wieder aggressiv geworden, weil warum auch nicht? Ja, natürlich kann man theoretisch den Bogenschützen hier nutzen, dass der den Bullen angreift. Aber das würde, glaube ich, nicht so viel bringen. Was denn du? Ist das wirklich seine Leine? Also, wenn Flucht, dann immer Richtung Dingens. Ich will diesen Bullen töten. Wolf. Na komm. So, ein bisschen auf den Arsch hauen. Was ist da los? Ja, ich versuche gerade vom Prinzip her hier den Matador zu spielen. Sprich, ausweichen und nicht treffen lassen. Das Problem ist, es ist halt wirklich am effektivsten, seinen Kopf anzugreifen. Okay, jetzt rastet er aus, rennt gegen die Mauer und wir können ihn ausschalten. Voll ins Ohr. Ja, den haben wir effektiv auch echt nur noch erlöst. Tierkarma. Geisterembleme sind greifbares Bedauern. Wer seine abscheulichen Taten bedauert, wird von vielen Geisteremblemen heimgesucht. Vielleicht war dieses unschuldige Tier vom Karma der Menschen belastet. Ein Shinobi erbt doch das Karma derer, die er getötet hat. Und ja, wir können jetzt einfach wieder mehr Karma, also mehr Geistembleme tragen maximal. Was sehr angenehm ist. Einer der Gründe, weshalb ich überhaupt diesen Kampf aufgenommen habe. So, einen Antitschrott haben wir noch bekommen. Gut, dann gehen wir nochmal fix shoppen. Frage ist,
komm, wir kaufen uns jetzt einfach das Ding, weil dann haben wir es schon mal. Nee, nicht verlassenes Verlies, sondern Eingang zum verlassenen Verlies. Da müssen wir hin. Ich weiß gerade gar nicht, haben wir dann die. Nee, die Maske dürften wir dann noch nicht komplett haben. Da fehlt noch ein Teil. Ein Teil, der übrigens im Drachenquellpalast versteckt ist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und der auch bei einem nicht ganz so leicht zu findenden Dingens ist. Einer nicht ganz so leicht zu findenden Gokio. Statue. So, Maskenfragment, Drache. Dankeschön. Shishata. Dankeschön. Und zurück zum Blumenpanorama. Ich fände es cool, wenn es beim Reisemenü noch einen Punkt gegeben hätte, so letzte Statue, also die Statue, von der man hergekommen ist. Das wäre ganz cool gewesen. Aber naja. So, wir haben hier sehr viel zu durchschwimmen. Ich muss aber sagen, genau deshalb werden wir das meiste davon meiden. Vorerst. Hier nicht auch hochkommen. Scheinbar nicht. Ja, das ist halt der Miniboss, der uns hier die ganze Zeit absnipen will. Was echt nicht nett ist. Oh, da wollte ich hin. Meine Güte. Der hat scheinbar vergessen, dass wir existiert haben. Zu euch kommen wir gleich. Hier muss man ein bisschen aufpassen, weil hier recht viele von den Okami-Ladies rumstehen. Und ja, gerne mal die anderen warnen, wenn sie uns sehen. Beziehungsweise die stehen auch einfach gerne mal zusammen mit mehreren an einer Stelle. Und zwar diese Statue da hinten. Die ist nicht so leicht zu erreichen. Solange man nicht weiß, wie man hinkommt. Logisch. Wie eigentlich fast alles in den meisten Videospielen. Solange man nicht weiß, wie es funktioniert, ist es schwierig. So, ich möchte gerade. Und. Hoch. Denn hätten wir uns da hinten an die angeschlichen, dann hätten wir Pfeile im Rücken. Das nicht cool. So. Es reicht halt wirklich, die einmal kurz mit dem Ding zu hauen. Und dann hat man erstmal kurz seine Ruhe. Ich glaube, jetzt können wir uns theoretisch um die zwei kümmern. Mal fix einen Blick drauf werfen. Ja, viele haben halt ursprünglich vermutet, dass man hier rüber gesprungen kommt mit einem pixelperfekten Sprung, aber nein, kommt man nicht. So. So, Massenabflug. Und die haben einen Ball. Dieser Ball ist deren Waffe. An sich eine sehr lustige Idee ist. Wenn auch nicht gerade sehr effektiv. Es sei denn, man ist der Typ in Blau da hinten, der den Ball noch mit Elektrizität speist, weil warum nicht? So, euch beide da hinten habe ich gesehen. Guten Tag. Hat was bemerkt. Sehr schön.
hoch. Ey. Ach, geh mir nicht auf den Sack mit deinem Ball. Dankeschön. Ja, von da hinten kommen auch noch Bälle geflogen, also so ist es ja nicht. Ach ja. Gegen die geht natürlich auch der Todes. Der. Genau der hier. Muss ich sagen, es ist auch wieder sowas, was ich gerne vergesse, dass das geht. Oh. Ja, der Ball hat halt eine hohe Stun-Wirkung. Stirb. Fix hier durch, man. Kurz unsere Ruhe. Normalerweise schalte ich erst die Bogenschützen da hinten aus. Deshalb wird es jetzt gleich ein bisschen interessant. Die keine Bogenschützen sind, wie mir gerade mal auffällt. Ja, das sind Lanzen, also Naginata-Kämpfer. Au. Den Kampf eigentlich leicht macht, dass die mit Schock arbeiten, aber es, ich hab doch, wollt ihr mich verarschen? So, du bist tot. Ich wurde, glaube ich, noch nie so oft geschockt wie heute in dieser Folge. Und zwar in meinem ganzen Spieldurchlauf, effektiv. Also in einigen meiner Spieldurchläufe. Gab bestimmt auch welche, wo ich öfters geschockt wurde, aber halt niemals so häufig am Stück. So. Jetzt noch ein paar von diesen hässlichen Hunden. Nennen sie jetzt einfach Hunde, keine Ahnung, was sie sind. Gibt da bestimmt in der japanischen Mythologie ein sehr gutes Gegenstück. Vielleicht auch eins, was dessen Name ich schon mal gehört habe, aber keine Ahnung. So, da oben ist noch einer von denen. Verdammt, ich bin auch auf der ganz falschen Seite gerade. Moment. Hier hoch. So. Hier oben wollen wir lang. Wer will mich gesehen haben? Gut, keiner. Ja, übrigens da unten. Ne? Chichimen-Krieger. Könnten wir theoretisch auch jetzt angehen, aber erstmal will ich hier oben drauf räumen. Die sind viel zu schnell. Der Vorteil ist, sie halten an sich. Geht ihre Postschalt schnell hoch, wenn sie mit so vielen Angriffen auf hintereinander zuschlagen. Das ist für die Gegner natürlich dann auch nicht so angenehm. So. Zunächst einmal die Typen, die hier hinten stehen. Warum auch immer die hier stehen. Aber ja. Die stehen halt hier. Die beiden standen auch hier. So, jetzt muss ich nochmal eben kurz gucken. Da komme ich nicht hoch. Dann ist aber ja alles frei. Das heißt, wir können auch nochmal hier runter. Denn es gibt da so eine Abzweigung, die ich nehmen will. Ach, ich weiß, wer hier auf mich reagiert. Und es ist nicht der Shichimen-Krieger. Glaube ich zumindest.
sondern es ist hinter der Tür. So, jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Hier hoch. Hier lang. Und hier finden wir einen der seltensten, wenn nicht den seltensten Gegner bei Sexen. So, wenn wir noch zwei verschiedene Ninjutsus, wenn wir das Verleihungs-Ninjutsu benutzen würden auf diese weißen Echsen, dann hätten wir für kurze Zeit auf unseren Waffen einen Lifesteal-Effekt. Was an sich sehr cool wäre. Sind auf unserer Waffe, wir haben ja effektiv nur Kusabimaru. Was uns aber nicht viel bringt, weil es gibt nicht besonders viele Gegner, die man in der Zeitspanne erreichen kann. Deshalb. So. Mo. Mo. Ja, hallo, Herr Typ im Topf. Oder im Fass. Ja, eigentlich ist es ein Krug. Fukunomushi. Ja, ich komme ja Mo. gleich zu dir. Ich klappe, lass mich an die Statue setzen. So, hallo. Mo, Onushi. Na, Koi no uroko shiran kai? kennen wir. Miya-sama no takara goi. Toto Sore o moteba, zonbun ni hobi o torasozo. So, und zwar können wir bei ihm Lapis Lazuli kaufen, das linke Maskenfragment und halt einen Tropfen Drachenblut. Kondo wa Ja, uroko. bringe ich dir. Es gibt hier in dem Gebiet recht viele Schatzkarpfenschuppen zu holen. Das Problem ist, dass wir die erst kriegen können, sicher, wenn wir den Typen da hinten ausschalten. Weil logisch, der tötet uns, während wir im Wasser rumschwimmen. Und wo findet man Karpfen am ehesten? Ja, im Wasser. Das ist jetzt kein Geheimnis, glaube ich. Quälen wir uns hier mit 45 FPS durch. Es gibt einen Keks. So, und das wird jetzt ein sehr nerviger Kampf. Auch mit Kusabimaru, mit Sabimaru. So, hilf mir. Ich brauche ein bisschen Ablenkung. Was auch immer mich da gerade erwischt hat. Achso, okay, er geht gerade auf den. Sehr angenehm. Mit dir. So, nur noch. Oh ne. Oh, mein Typ lebt sogar noch. Interessant. Aha, aus der Luft gefischt. Ja, es wäre effektiver gewesen, eigentlich sogar ihn zu schocken, also seinen Schock gegen ihn zu verwenden. Aber gut, wenn er keine Lust hat, dann töten wir dich halt auch noch so. Drachenquell-Sake, eine Flasche voll kristallklarem Sake. Sake ist zum Teilen da. Einer der besten Sake, gebraut vom Ashina Braumeister mit Wasser aus dem Drachenquell. Das reine Wasser extrahiert jeglichen Geschmack aus Ashinas bestem Reis. Worte werden dem Geschmack nicht gerecht. Um ihn zu verstehen, muss man ihn probieren. Ja. Ich werde auch die ganzen Sake jetzt erstmal aufbewahren und im zweiten oder dritten Durchlauf teilen. Zu mir überlegen, wir haben drei Leute, mit denen wir Sake teilen können. Und nach diesem Durchgang noch drei Durchgänge, also werden wir dann jeweils einen Charakter mit jeglichem Sake versorgen. So. Ich werde mal eben Fähigkeiten erwerben. Und zwar das hier für mehr Sen. Und danach holen wir uns das hier unten für 5 Punkte. So. Der Typ ist eigentlich ein ziemlich einfacher Kampf. Er hält nicht wirklich was aus. Normalerweise trifft er mich nicht so häufig. So.
Dankeschön. So. Ein voller Geldbeutel, den nehme ich gerne mit. Das bringt uns schon fast etwas. Und jetzt können wir uns da hinten nämlich die Statue schnappen. Aber ich weiß gar nicht, kommen wir jetzt wieder an die Statue ran? Ich glaube sogar fast nicht. Na gut, dann gehen wir erstmal was anderes an. Nämlich den Shichimen-Krieger da hinten. Dem wir hier die Nester in den Baum geplündert haben. Dafür will ich den Fliederschirm haben. Der Schirm ist jetzt gut aufgeladen. Bums. Erwischt? Doch schon. Den Kopf. Oh. Das ist jetzt unangenehm. So. Natürlich verschwindet der wieder. Ja, ich könnte theoretisch auch mal das Konfetti einsetzen gegen den, aber nö. Danke. Das war Nummer 1. Die Jizu-Statue nehmen wir mit. Ich hasse diesen Kampf. Oh. So, melierte Kürbisflasche. Das Problem ist, wenn wir Dingens einsetzen, den Schirm, vernichten wir den Effekt von den Dingens. Vom Konfetti. Deshalb. Das immer nie in Kombination einsetzen, immer nacheinander. Sprich erst Schirm und dann nachher das Konfetti. Ah, erwischt. Ist er nicht erwischt. So viel hältst du nicht mehr aus. Oh. Ah. Ja, wir leben noch. Gar nicht knapp oder so.
Und wir bekommen Lapis Lazuli. Kostbarer himmelblauer Lazulit für die hochwertigsten Prothesenmodulverbesserungen. Urquell Lazulit symbolisiert Ewigkeit. Was damit geschmiedet wird, wird dank des Siegen des göttlichen Drachen nicht brechen oder rosten. Module mit Lazulit übersteigen den menschlichen Intellekt und sind Schätze des göttlichen Drachen. Und ja, Lapis Lazuli brauchen wir für die letzten Upgrades, die unsere Prothese bekommen kann. Und man bekommt auch in einem Spieldurchlauf nicht genug Lapis Lazuli, um alle Verbesserungen zu kaufen. Also man muss da theoretisch mit haushalten. Und das ist nicht so cool. Beziehungsweise man muss halt auf jeden Fall mindestens 2 Spieldurchläufe durchgehen, um sämtliche Verbesserungen kaufen zu können. Wie gesagt, finde ich nicht cool, aber ist dann halt so. So, was mache ich hier gerade eigentlich? Und hier ist zum Glück alles tot, deshalb können wir uns hier frei bewegen. Eigentlich will ich zurück zu der Statue, denn es gibt nur noch genau einen Weg, wie wir weiterkommen. Denn die Tür hier vorne ist versperrt. Die können wir nur von der anderen Seite aus öffnen. Und ja. Wir haben auch noch keinen Schatzkarpfen gefunden. Aber wir haben zumindest den Typen getötet, der uns daran hindern würde, Schatzkarpfen zu suchen. Deshalb können wir dann in der nächsten Folge ein bisschen schwimmen gehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, müsste heute Freitag für euch sein. Deshalb sehen wir uns dann am Montag wieder. Da diesmal nicht Ostern dazwischen kommt, wo ich irgendwie beim letzten Mal nicht dran gedacht habe, sehen wir uns auch wirklich Montag wieder und nicht erst eine Woche später. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns. Bis dahin, bis dann, bis zum nächsten Mal und ein schönes Wochenende. Ciao, Freunde.